Mit einem heftigen Ruck setzte sich die hübsche junge Frau in ihrem Bett auf und schlug dabei die leichte Bettdecke im hohen Bogen von sich. Erschrocken blickte sie sich um. Ihre Augen rasten von einer Ecke des Zimmers zur anderen. Zuerst sah sie den Wäschehaufen, den sie gestern Abend noch, weil sie sich nicht hatte entscheiden können, welches der vielen Outfits ihr am besten stehen und vor allem welches Adam am besten gefallen würde, aufgetürmt hatte. Dann die helle Holztür mit den Kleiderhaken, an denen noch etliche alte Morgenmäntel hingen und die sonst immer ein Stück offen war. Doch diesmal war sie nur einen Spalt weit geöffnet. Zuletzt die antike Spiegelkommode. Vor 4 Wochen, da wo alles in ihrem Leben noch in geordneten Bahnen gelaufen war, hatte sie die Kommode mit Lillian, ihrer besten Freundin, auf dem Flohmarkt an der Ecke für nur $10 gekauft. Mit den alten Glühbirnen, die um den Spiegel drapiert waren, und den vielen kleinen Post-it-Nachrichten und Urlaubsgrüßen wirkte der Spiegel schon fast beruhigend. Ihr Leben war in der Tat aus der Bahn geraten. Der Strafprozess, der mit Glück nur zum Entzug ihrer Lizenz als Doktorin und nicht mit einer langen Haftstrafe oder Schlimmerem geendet war, nagte noch immer an ihr und hatte auch tiefe Furchen in ihr Leben geschlagen. Ihre Familie hatte sich von ihr abgewandt. Sie erinnerte sich an den großen Streit mit ihrem Vater, der ihr Dinge an den Kopf geworfen hatte, an die sie lieber nicht zurückdenken wollte. Mörderin, hatte er sie genannt. Mord. Ja, einige Leute würden das, was sie getan hatte, bestimmt so verstehen. Besonders die radikal-christlichen Pro-Life-Aktivisten. Immerhin hatte Angela eine illegale Abtreibungsklinik geführt. Sie hatte Frauen in Not helfen wollen. Und sie hatte viele verzweifelte Frauen behandelt. Das war jetzt vorbei. Sie war aufgeflogen, nachdem sie auf dieser Pro-Choice-Demonstration aufgegriffen worden war. Sie verfluchte diesen Tag, noch heute. Nicht nur ihre Familie war nicht mit der Verurteilung zurechtgekommen, auch die meisten ihrer Freunde und ehemaligen Kollegen hatten nicht verstanden, was sie da getan hatte. Ihr Leben war von einem Tag auf den anderen zu einem Scherbenhaufen geworden. Doch diese Spiegelkommode zeugte noch aus ihrem alten Leben. Da, wo alles noch in Ordnung war. Sie strahlte Ruhe aus. Und es schien, als wolle sie mit Angela sprechen und ihr sagen: Schau, Mädchen, mich gibt's schon so lange. Viele Menschen haben in meinen Spiegel geschaut. Ich habe viele Menschen weinen und lachen sehen. Alles geht vorbei. Beruhige dich. Aber Angela war so gar nicht nach Beruhigung. Wie zur Hölle war sie zurück in ihr Apartment gekommen? Was war da gestern Abend passiert und wo war Adam? Das letzte Mal hatte sie vor einigen Jahren einen Filmriss gehabt. Sie war nicht stolz auf diese Nacht gewesen. Ihr Ex Joshua. Josh nahm immer gern viel von ihr, aber er hat nie gegeben. War sie mit Adam etwa wieder in ein Arschloch geraten? Nein. Adam war einer von den Guten. Davon war sie überzeugt. Auch Josh war ihr auf irgendeine merkwürdige Art und Weise immer noch wichtig. Sie würden wohl nie wieder ein Pärchen werden, aber trotzdem war da irgendetwas, was Angela zu diesem Mann hinzog.
So richtig beschreiben konnte man dieses Gefühl nicht. Es war keine Liebe, aber auch keine Abneigung. Josh war ja einfach immer noch wichtig. Das hatte sie lange Zeit verwirrt und hatte schon die ein oder andere Beziehung auf ihrem Weg vernichtet. Aber nun hatte sie Adam. Hoffentlich. Bald. Ein kurzes Lächeln ob dieses Gedankens umspielte ihr Gesicht. Dann senkte sie den Blick. Warum zur Hölle hatte sie mit diesem teuren Kleid im Bett gelegen? Die Knitterfalten würden sie mit keinem Bügeleisen der Welt wieder herausbekommen. Und zu allem Überfluss war das Kleid nur geliehen. Da würde sie Lillian definitiv etwas zu beichten haben. Nur was? Das Letzte, woran sie sich erinnern konnte, war Adam, der ihr galant wie immer die Tür zu seiner Wohnung geöffnet hatte. Sie erinnerte sich an den Geruch von Fertigpasta und definitiv zu viel Aftershave. Adam war ein Goldstück gewesen, ganz der Gentleman, wie immer. Endlich, nach all den Monaten, hatte er es geschnallt und sie nach der Großdemo zu sich eingeladen. Noch ein paar Tage länger und Angela hätte gedacht, dass er vielleicht gar kein Interesse an ihr hatte. Krampfhaft versuchte sich Angela an den gestrigen Abend zu erinnern. Pasta, Wein, ein inniger Kuss, Vertrautheit, dann war da nichts. Leere. Es schien, als hätte jemand ihr Leben an dieser Stelle abgeschnitten. Angela berührte sachte ihren Kopf. Ihre medizinischen Kenntnisse ratterten wie Computerprogramme vor ihrem geistigen Auge vorbei, während sie die Symptome innerlich abhakte. Nein, Kopfschmerzen hatte sie nicht, also auch nicht zu tief ins Glas geschaut. Möglicherweise Drogen? Aber nein, Angela war nicht der Typ für das harte Zeug und K.O.-Tropfen im Getränk wären absolut nicht nötig gewesen. Oder? Und wenn? Warum war sie dann angezogen, zu Hause und nicht... Nein, den Gedanken wollte sie nicht weiterdenken. Langsam setzte sie ein Bein nach dem anderen auf den weichen Teppichboden unter dem Bett und wankte zur Spiegelkommode hinüber. Mit einem Klicken schaltete sie die alten Glühbirnen ein. Kurz überlegte sie, ob sie ihr Spiegelbild wirklich sehen wollte. Wer weiß, was mit mir los ist? Der Blick war zuerst kurz, aber sehr ernüchternd. Sie sah aus wie gestern. Naja, ihr Make-up hatte etwas gelitten. Aber das war nach einer Nacht ohne Abschminken nichts Außergewöhnliches. Keine geröteten Augen, keine Augenringe, keine blauen Flecke, nichts. Derselbe Rockabilly-Look wie immer. Vielleicht mit einer etwas zerzausteren Frisur. Kurz hielt Angela inne. Moment! Nach einer Nacht ohne Abschminken? Scheiße! Maria, das Treffen! Eilig setzte sie zur Tür hinüber und öffnete sie. Durch das große Wohnzimmerfenster strahlte ihr der fast runde Mond entgegen. Es war Nacht. Was zum Teufel? Sie blickte zu ihrem Laptop, der auf der Küchenanrichte am Ladekabel hing. Sie hatte es gestern eilig gehabt und hatte ihn nicht heruntergefahren. Ihr Blick verriet, dass sie einen ganzen Tag verschlafen haben musste. Erschrocken hielt sie inne. Sie hatte tatsächlich das Treffen mit Maria verschlafen. Sie wollte sich eigentlich mit ihr zum Kaffee an der 7. treffen. Angela plagte das schlechte Gewissen nach der Sache mit der illegalen Klinik, die ihr jetzt geschlossen war. Maria hatte so auch ihren Job verloren und stand nun quasi vor dem Nichts.
genau wie Angela auch, denn ohne Lizenz und mit der Vorstrafe an der Backe würde sie nie wieder praktizieren können. Aber Maria war mehr als nur eine Sprechstundenhilfe gewesen. Sie war eine richtige Freundin und sie hatten schon viel zusammen durchgemacht. Maria war das Paradebeispiel dafür, welche guten Dinge ihre Klinik hatte bewirken können. Vom schwangeren Drogenjunkie zum geregelten Leben. Nach der ganzen Sache hatte Angela vielleicht nicht ganz zu Unrecht Sorge um Maria, stand sie doch in ihrem Leben dafür, dass eine Veränderung immer möglich ist. Auch in den schwierigsten Situationen. Sie war froh, dass Maria ihr die Sache nicht übel nahm. Eigentlich war sie sogar eine der wenigen Personen, die weiter zu Angela hielten. Wütend über sich selbst suchte Angela nach dem Telefon, um sich bei ihr telefonisch zu entschuldigen. Doch dann begann es. Zuerst war es nur der Geruch. Dieser merkwürdig faulige Geruch nach verdorbenen Speiseresten, der viel zu penetrant aus dem Abfluss drang. So fies waren die Thai-Nudeln gestern noch gar nicht gewesen. Dann das unglaubliche Röhren und Summen ihres Laptops. Er klang so laut an ihrem Ohr, als würde der Lüfter gleich in die Luft fliegen. Eilig klappte sie ihn zu und zog das Netzkabel aus der Steckdose. Klick. Plack. Au! Das Schließen des Laptop-Deckels hallte so stark in ihren Ohren, als würde im nächsten Augenblick das Trommelfell bersten. Und der Geruch wurde stärker. Und zwischen die fauligen Sinneseindrücke mischte sich etwas, das süßlich und lieblich roch. Etwas in ihr schien erweckt worden zu sein. Ein Gefühl. Oder ein Verlangen vielleicht. Es pochte. Es pochte darauf, herauszutreten. Und Angela konnte fühlen, dass es nichts Gutes war, was da in ihr geschlummert hatte. Es würde sie zerreißen, wenn sie ihm Platz ließ. Sie ließ das Gerät fallen und noch bevor es aufschlagen konnte, hatte Angela ihre Hände schon auf die Ohrmuscheln gelegt. Der Aufschlag auf dem Küchenboden drang trotzdem wie ein Güterzug in ihren Kopf. Ah! Angela taumelte nach hinten zurück ins Wohnzimmer. Der stechende Schmerz, das Dröhnen des Kühlschranks, der Fernseher ihres Nachbarns, das Hupen der Taxis draußen auf der Straße, die Thai-Nudeln im Abfluss, das viel zu helle LED-Licht in ihrer Wohnzimmerlampe. Dann dieses fürchterliche Trommeln. In einem unregelmäßigen Rhythmus wurde es lauter und lauter und legte sich über alle anderen Geräusche. Das Ding in ihr schien sie anzubetteln, dem Trommeln zu folgen. All dies ließ erst etwa nach 5 Minuten langsam nach. Allmählich gewöhnte sich Angela an den Geruch und an das Trommeln. Sie lag zusammengekauert auf ihrer Couch, ehe sie sich traute, die Hände wieder vom Kopf zu lösen und aufzustehen. Das ist nicht normal. Sie wühlte erneut in den Tiefen ihres Gedächtnisses nach den Symptomen, die sie damals gelernt hatte. Keine der ihr bekannten Drogen löste das hier aus. Nicht so! Und dann war da das dumpfe Gefühl, das sie überkommen hatte, als sie da gelegen hatte. Dieser Eindruck, dass alles um sie herum so stark und so gewaltig war und gleichzeitig so weit und so dumpf. Als wären all diese übersteigerten Eindrücke gar nicht echt, sondern nur ein fehlgeschlagener Abklatsch von dem, was sie gewohnt war. Sie fühlte sich taub und losgelöst von der Welt. Es wirkte, als würde sie alles durch einen Schleier wahrnehmen und gleichzeitig war alles so intensiv wie noch nie. Träumte sie? War das alles nicht echt?
Instinktiv kniff sie sich in den Oberarm. Der Schmerz war da, aber auch er war nicht so, wie Angela es kannte. Auch der Schmerz war distanziert, weit weg von dem, was er hätte sein müssen. »Was ist mit mir los?«, fragte sie sich. Mit dem Arm wischte sie sich über die Stirn. Kein Schweiß. Und doch hatte sie Angst. Sie hätte schwitzen müssen. Ihr war auch zum Heulen zumute und doch rann keine Träne über ihre Wange. Und ihr war kalt. So unendlich kalt. Sie versuchte, sich zu wärmen, indem sie ihre Hände aneinander rieb und sie anhauchte. Aber da war kein Hauch. Kein Hauch. Kein Atem. Ich atme nicht. Oh mein Gott, ich brauche Luft. Wie ein Fisch auf dem Trockenen japste Angela nach Luft. Panik stieg in ihr auf, aber das Atmen fühlte sich so gezwungen und unnatürlich an, als wäre die Luft in ihren Lungen ein Fremdkörper, der dort nicht hineingehörte. Rational gesehen wusste sie, dass dieses der Zeitpunkt wäre, mit dem Hyperventilieren zu beginnen, aber auch das geschah nicht. Was hat er mit mir gemacht? Und auf einmal hatte das Ding in ihr Platz und wuchtete mit einem riesigen Satz an die Oberfläche ihres Bewusstseins. Es verdrängte langsam die Panik, machte sich breit, und Angela kauerte fast raubtierhaft auf dem Boden und erhob sich schnüffelnd. Das Ding war wie eine Krankheit langsam in ihr hochgestiegen und hatte von ihr Besitz ergriffen. Dieser Zorn. Das Ding, was sie an die Oberfläche gelassen hatte, war zornig. So unglaublich zornig, und es hatte Hunger. Sie griff nach der Tischplatte, um sich aufzurichten, zog sich an ihr hoch und taumelte zum Badezimmer, während das Hungergefühl sich ihres Körpers bemächtigte und starke Bauchkrämpfe auslöste. Angela versuchte, gegen das Ding anzukämpfen. Sie zerrte und zog an ihm, stieß es vor sich her, um es wieder hinab in die Tiefen ihrer Seele zu zwingen. »Das ist mein Körper!« Doch dieser Geruch, der aus dem Bad strömte, war so eigenartig, so verlockend, so süß. Das Ding in ihr jauchzte auf, als sie dem Geruch folgte. Als Angela nach der Badezimmertür griff, stellte sie fest, dass sie verschlossen war. »Nein! Der Geruch! Der Hunger! Ich muss da rein! Da rein! Ich will da rein!« Angela ließ das Ding gewähren. Mit einem Ruck wuchtete sie die Tür aus ihrem Rahmen heraus, und mit dem nächsten fließenden Armbewegung flog diese auch schon quer durch den Raum und landete mit einem lauten Knall und viel Geschepper von zerbrochenem Glas genau zwischen Fernseher und Vitrine. Sie setzte einen, dann zwei Schritte ins Badezimmer. Der Anblick im Badezimmerspiegel ließ sie schaudern, wenn sie zu einer solchen Regung überhaupt noch fähig gewesen wäre. Lange Fangzähne ragten unter ihrer Oberlippe hervor. Ihr Gesicht war zu einer fast tierhaften Fratze verzerrt. Dann sah sie den Mann, der amüsiert auf der geschlossenen Kloschüssel saß und in der Zeitung blätterte, während er an einem Whiskyglas nippte, das mit einer roten Flüssigkeit gefüllt schien, diesen sonderbar verlockenden Geruch verströmte. Blut. Und eine Leiche in ihrer Badewanne. Angelas Blick bohrte sich auf das verzweifelt aussehende Gesicht des jungen Mannes, der in der Badewanne lag und nun in diesem Augenblick flehend die Augen auf sie richtete. Er war noch nicht tot, und dennoch blutete er aus einem seiner Handgelenke,
die mit einem langen Schnitt geöffnet waren. Adam setzte das Glas an den Arm des Mannes und das Blut rann in das Trinkgefäß hinein. Hilf mir, stammelte der Mann, während Adam hochblickte und Angela ins Gesicht grinste. Mit einer Hand prustete er ihr zu, während die andere die Zeitung hochhielt. Ein großes Bild zierte die Titelseite, aufgenommen während der Demo gestern. Nein, vorgestern. Sie war ganz groß darauf zu sehen und neben ihr Adam. Und dieser fing an zu sprechen mit einer sonoren Stimme. Schau mal, Schatz. Du bist ganz groß in der Zeitung.